אובמה. אובמה, אובמה. ואיזה אובמה, ואיזה דעת, ואיזה דבר אוף. משהו, אני יהוד אינם, ואיזה דעת, כן, זה דיר. כן, אבל אני צ'יט דעים בכל אחד. אך בואי יצא, דודי, שאו ימד, וזהו בלין ישפח אתם, נה? כן. יא, פזון הטובה, הופ. פזון הפפנס, ישפח אני בלין. דופן הלוגה פינצה נית אופמאס. הוא אומר, זה פרזידנט פון אמריקה, אבל... יא, אבל איזה דעת, אך, הופ, יק. פילוט הפרזידנט פון מולהיים. יא, אבל סי לוד, אם מה קוץ, וכיש, das Thema einschlagen, was die Leute ja kritisieren, ist, dass er irgendwie, für, also da wird ein riesen Aufwand gemacht, da hält er dann eine Rede in Berlin und da kommt nichts, was wo man sagt, also die Rede war nicht historisch. Also ganz einfach, Rede hin, Rede her, die reden alle schön, Politiker, verstehst du? So reden können die alle Juden. Ich weiß ja nicht, warum der Mann hier war. Für was wurde er hier? Damit er Hallo sagen kann. Da könnte er mit so einer, mit seiner Gummi Air Force One, könnte er hier runter, werden hier die ganze Räte ausgeladen für mit dem Frachtflugzeug. Nun, was hat alles in Geld kostet? Die ganze Kohle. Weißt du, zahlen ja. Die Amis. Was zahlen die Amis? Wer sagt das dann, dass die Amis bezahlen? Du bist davon überzeugt, ich glaube nicht, die zahlen die Amis. Wir bezahlen mir blöd wie die Deutschen, wieder wie immer. Zahlmeister. Ja, nichts bezahlen die Amis, glaubt mir das. Hier wissen wir, was der Heber, was soll der bringen? Dass der sich da hinstellt und sagt, immer so, ich bin hier. Weil ich kennt doch jeder. Das hat ja kein, hat überhaupt ja keinen zu interessieren. Uninteressant, ehrlich. Komm, da, ey. Wenn, vor allen Dingen, die Kohle hätten sie besser in, für sich, für Kinderjacken oder für Schulen, weiß ich, oder für unsere Löcher zuzumachen auf der Straße. Ja, ist so. Wo ist das? Ja. Oh, da haben wir eine schicke Ware, Junge. Danke, danke. Super. Hast du früher auch gehabt? Danke. Schon ein paar Jahre her, aber geht. Super. Ja, die haben sich so verändert. Ja, jetzt haben wir auch Gas-Shopper. Genau. Ja. Und Motor. Der Motor, der ist ein bisschen Sprit. Ey, was ist das? Junge, hast du das Pony dann hier? Oh, lecker funny. Hätte halb Pony im Auto. Ich mich bekloppt. Hast du das jetzt gesehen? Oh, wei, wei, wei. Einmal frei. Ja, ebenso, ne? Was ist der Hunger? Nein. Ja. Oh, hast du das immer der Pad? Und irgendeine kleine Ware, wo geht der denn her? Der hat bestimmt Pinger, der Kofferraum hat ja bestimmt Russ, alles rausgeholt, damit der Pony da reingeht. Ja, aber davon abgesehen, kommen wir jetzt wieder auf das Thema, Obama. Nee, weißt du was, scheint? Das ist scheint uninteressant. Ich weiß ja nicht, warum der Mann hier war. Also, ich kann das nicht sagen. Und so eine Bahai gemacht wie Kanaldeckel zuschweißen, Leute müssen mit Polizei da an ihre Wohnung geführt, keiner darf ein Fenster machen. Ich hab's wieder, du lügst, dürfen in so einer warmen Welle die Fenster machen. Ich hab's wieder, du lässt ihn in eine Pflege. Ja, und dann? Die ersticken noch da dran. Nee, gut. Nee. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es ist nochmal ein Thema, wo man sich drum halten muss. Es ist unwichtig.